mich und ich merke, ich erkläre immer weniger die Texte, weil ich fühle, ihr seht mit dem Herzen. Wenn man irgendwie ein Wort nicht versteht, wenn was wichtig ist, dann kann er ruhig dazwischen rufen und ich... Das Stück heißt Idadat spülen und das ist ein Stück für meine Verlegerin in Wien. Ich bin ja Ex-Schriftsteller und habe das Bücherschreiben wegen meiner Familie aufgegeben, weil das Liederschreiben kinderfreundlicher ist. Und habe aber immer noch eine Verlegerin, die nach wie vor an mich glaubt, all die Jahre ohne Buch. Und eines Tages werde ich auch wieder ein Buch schreiben. Alle halben Jahre treffen wir uns im Kaffeehaus und verschieben den bestehenden Romanvertrag um ein weiteres halbes Jahr. Und als die einen runden Geburtstag gehabt hat, habe ich ein Lied geschenkt, weil, warum? Sie hat zu einer Zeit, wo in Wien, da hat sich das verändert irgendwie, da gibt es relativ viele Menschen, die meine Lieder hören wollen. Vor 10, 15 Jahren hat das so ausgeschaut wie hier heute Abend in Wien auch. Wer immer da war, war meine Verlegerin und wenn es keine Lokale mehr gegeben hat, die mich aufnehmen wollten, habe ich bei Vermarktsfeiern gespielt. Und zwar wurscht, welches Thema das vorzustellende Buch hatte, auch bei Sportbüchern zum Beispiel und bei politischen Aphorismen. Wurscht, ich bin irgendwann durch eine kleine Tür herausgekommen mit der Gitarre und habe meine depressiven Lieder gespielt. Das hat niemand verstanden, außer meine Verlegerin, dafür hat sie sich dieses Lied verdient, das ich jetzt spiele, das heißt Idadat spülen, also ich würde spielen, die Königsidee. Und fragst mich nicht, dann spüle ich heute bei dir.